Der Tengger-Strand liegt direkt hinter der Südspitze von Pantai Shenang und ist seine Fortsetzung mit einer kleinen felsigen Klippe, die zwischen ihnen steht. Das cyanfarbige Wasser und der weiche Sand laden gleichermaßen dazu ein, den Tag am Strand zu verbringen. Abenteuerlustige können zwischen Wassersportmöglichkeiten wie Bananenbootfahrten und Paragliding wählen. Von hier aus starten Bootstouren in den Mangrovenwald des Kilim Karst Geoparks. Mehrere Resorts säumen die Strandseite und bieten Unterhaltung und Essen für Strandbesucher. Gesundheits- und Wellnesszentren stehen ebenfalls zur Verfügung, um müde Körper und erschöpften Geist zu verjüngen. Man kann die malaiische, italienische, japanische oder indische Küche in einem der vielen Strandrestaurants genießen. Die tiefen und ruhigen Gewässer rund um die Insel Langkawi beherbergen zig Fischarten, wertvolle Korallenriffe und faszinierende Unterwasserformationen. Tauchen in der Andamanensee ist eine angenehme Art, das blühende aquatische Ökosystem zu erkunden. Durch das tropische Klima kann diese Unterwasseraktivität jederzeit während des Jahres durchgeführt werden. Die Trockenzeit von Dezember bis April bietet jedoch die bestmögliche Sicht. Wassersport ist eine der Hauptattraktionen von Langkawi. Das tropische Klima ist nie zu kalt, um nicht nass zu werden. Jetskis können am Strand gemietet werden. Für einen ruhigeren Ansatz kann man auch ein Kajak mieten und eine vierstündige Bootsfahrt durch den Mangrovenwald am Fluss unternehmen. Der Tengger Beach ist vom Shenang Beach nur durch einen Hügel getrennt. Dennoch unterscheiden sich die beiden Strände voneinander. Während sich am Shenang Beach Hotels, Restaurants und Beachbars dicht aneinander reihen, ist der Tengger Beach nicht ganz so stark bebaut. Der Strand ist 2 Kilometer lang, hat feinen, hellen Sand und ist bei Ebbe an manchen Stellen 30 Meter breit. Abgesehen von den Sonnenschirmen der Hotels bietet der Tengger Beach jedoch kaum Schattenplätze.
Fazit: Wenn du zwar noch am Geschehen, aber nicht mittendrin sein möchtest, ist der Tenge Beach eine gute Alternative zum Shenang Beach. Wenn dir das Video gefallen hat, freue ich mich über ein Abo und einen Like.